16 interessante Dinge, die du aus Zeitgründen wahrscheinlich nie gegoogelt hast. Warum sind Flugzeugfenster rund? Warum werden Sneakers eigentlich so genannt? Es gibt da ein paar Dinge, die wir ohne wirklich über ihren Grund nachzudenken verwenden oder tun. Nimm sie nicht für selbstverständlich und schau, ob deine Antwort auf die Fragen richtig ist. Nimm dir, bevor wir beginnen, einen Moment Zeit, um auf unserem Channel auf Abonnieren zu drücken und schalte die Benachrichtigungen ein, damit du alle Updates erhältst. Nummer 16. Das Loch zwischen der Kamera und dem Blitz auf dem iPhone. Diese Frage hat mich seit Jahren beschäftigt. Handelt es sich bei dem Loch hinten am iPhone um ein Mikrofon, einen Luftaustritt oder was könnte es sonst noch sein? Es ist tatsächlich ein Mikrofon für den Sound, während du deine Kamera verwendest, um Videos zu machen. Außerdem hilft es dir dabei, Hintergrundgeräusche loszuwerden, damit deine Konversationen glatt verlaufen. Jedes Wort zählt, nicht wahr? Nummer 15. Offene Stellen auf einigen Rucksäcken. Diese offenen Stellen auf einigen Rucksäcken werden auch Schweinenasen genannt. Sie sind da, damit du etwas dranhängen kannst. Laut Jamie Cormack, dem Co-Gründer von Herschel, wurden sie ursprünglich dafür konzipiert, um einen Eispickel tragen zu können. Tja, das ist sicherlich praktisch. Zur Absicherung wurde ein Tension Lock verwendet. Heute ist es mehr eine Art, dem guten alten Alpin-Rucksack die Ehre zu erweisen. Du kannst diese Schweinenasen aber dennoch dafür verwenden, um Wasserflaschen zu tragen oder was auch immer du schnell zur Hand haben musst. Nummer 14. Ein Loch unten am Vorhängeschloss. Hast du dich je gefragt, wozu es das Loch unten auf dem Vorhängeschloss gibt? Das Loch lässt das Wasser aus dem Schloss tropfen, wenn es draußen im Regen ist. Außerdem kann es noch zum Ölen des Inneren vom Schloss verwendet werden. Tja, wer hätte sich das gedacht? Nummer 13. Das USB-Logo. Niemand kann sich Elektrogeräte in Verbindung mit Wasser vorstellen. Das USB-Logo hat aber eine subtile Verbindung zu Wasser. Es ist nämlich dem Dreizack von Poseidon, dem Gott des Meeres und der Gewässer, nachempfunden. Genau wie der Dreizack Kraft symbolisiert, stellt sich der USB als technologische Kraft dar. Der mittlere Pfeil repräsentiert serielle Daten. Der Kreis stellt die Volt dar, mit denen die USB arbeitet, 5 Volt, und das Eck repräsentiert die generelle Spannung dar. Das ist einfach zu viel Information für mich. Lass uns weitermachen, oder? Nummer 12. Das kleine farbige Eck am verschlossenen Ende der Tube. Diese Markierung, die du vielleicht gesehen hast, sind als iMarks bekannt. Sie sind da, damit die Maschinen bei der Produktion mit Hilfe von optischen Sensoren wissen, wo eine Packung gepresst, gefaltet oder geschnitten werden muss. Die Farbe der iMarks ist irrelevant, solange sie dunkel ist und sich vom Hintergrund genug unterscheidet, damit sie der Sensor erkennen kann. Nummer 11. Warum hat ein Weinglas einen Stiel? Der Stiel am Weinglas ist da, damit die Hitze der Handfläche beim Halten von Glas nicht übertragen wird und die Temperatur des Weins erhöht. Weiß- und Rotwein sowie Roséwein sollten mit einer Temperatur von ungefähr 15 Grad Celsius serviert werden. Schaumweine sind bei eiskalter Temperatur von 5 bis 10 Grad Celsius ideal. Es gibt keine perfekte Art, wie man ein Weinglas hält, aber wenn du wie ein Weinexperte aussehen möchtest, dann kannst du dies versuchen. Nimm das Glas näher am Untersatz zwischen deinem Daumen und deinem Zeige- und Mittelfinger. Die übrigen Finger finden auf natürlichem Weg unten am Satz ihren Platz. Nummer 10. Warum gibt es bei Ahornhoniggläsern einen Henkel? Warum gibt es diese winzigen, unnützen Henkel bei Ahornsirupgläsern überhaupt? Eigentlich stammen sie von vergangenen Zeiten, als Ahornsirup in 5-Gallonen-Gläser gefüllt wurden. Diese riesigen Gläser hatten proportionell gesehen größere Henkel. Als die Gläser dann aber kleiner wurden, wurden es auch die Henkel, damit es hier auch eine Neuigkeit gibt. Nummer 9. Ich weiß, dass du auf dieses hier gewartet hast, die richtige Art, eine Banane zu schälen. Glaubst du, dass du weißt, wie man eine Banane richtig schält? Dann drück auf den Like-Button! Tja, die meisten von uns versuchen eine Banane vom Stängel zu schälen, was oft dazu führt, dass die Banane auf dieser Seite zerdrückt wird. Die richtige Methode wäre die Affenmethode. Und zwar deshalb, weil es auch Affen so machen. Wenn es für Affen gut genug ist, dann sollte es auch für uns reichen. Diese Methode involviert das leichte Zusammendrücken der Banane am anderen Ende, sodass sich die Schale öffnet und du sie dann schälen kannst. Außerdem gibt es hier ein Rätsel. Was ist unsichtbar und riecht wie eine Banane? Monkeyfurz. Tja, das hat Gelächter dritten Grades bekommen. Weiter geht's. Nummer 8. Hat Barbie einen Nachnamen? Barbies ganzer Name lautet Barbara Millicent Roberts.
Ihre Eltern sind George und Margaret Roberts. Sie kommt auch nicht aus Malibu, sondern aus dem erfundenen Ort namens Willows in Wisconsin. Aufgrund der Tatsache, dass Barbies offizieller Geburtstag der 9. März 1959 ist, was sie fast 60 Jahre alt macht, ist es auch nützlich, ihren ganzen Namen zu kennen. Du kannst sie nun nämlich Mrs. Roberts nennen, nicht mehr Barbie. Zeig der älteren Dame, die schon über 130 Karrieren hatte und immer noch tolle Beine hat, etwas Respekt. Wer hat eigentlich den Hydranten erfunden? Hier kommt was Lustiges. Eigentlich weiß niemand, wer den Feuerhydranten erfunden hat. Nicht einmal das allwissende Google. Das kommt daher, dass das Büro, in dem die Patente aufbewahrt wurden, abgebrannt ist. Angeblich gab es in der Nähe keine Feuerhydranten, die die Papiere vor der Katastrophe hätten bewahren können. Erkennst du die Ironie? Nummer 6. Hat mein Code Einfluss auf die Umwelt? Wir alle verstehen es als selbstverständlich, denken aber fast nie nach, woher es eigentlich kommt. Ja, genau, ich rede über Toilettenpapier. Fast 30.000 Bäume werden täglich gefällt, damit die globale Nachfrage nach Klopapier gedeckt werden kann. Um die 50% dieser großen Menge an Bäumen kommen aus Gebieten, die geschützt sind oder in denen sogar gefährdete Arten vorkommen. Diese Bäume könnten eine große Hilfe sein, wenn es um das Verlangsamen der Erderwärmung und der Reduktion von Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre geht. Gib noch die schädliche Wirkung der Chemikalien, die bei der Produktion verwendet werden, hinzu, sowie die Menge an Wasser und Energie, die für den Herstellungsprozess verbraucht werden, und du wirst es stark in Erwägung ziehen, recyceltes Klopapier zu verwenden. Oder ein Blatt öfters zu verwenden? Nummer 5. Warum werden Trailer, auf Deutsch Anhänger, eigentlich so genannt, wenn sie vor dem Film gezeigt werden? Das ist eine gute Frage. Trailer werden am Anfang eines Films gezeigt. Warum nennt man sie also Trailer? Das kommt daher, dass sie ursprünglich am Ende der Vorführung eines Spielfilms gezeigt wurden, was aber nicht lange so weiterging, da die Zuschauer das Theater immer gleich nach dem Ende des Films verließen. Nummer 4. Stammen Croissants eigentlich aus Frankreich? Hast du geglaubt, dass Croissants aus Frankreich kommen? Wenn ja, dann bist du damit nicht allein. Aufgrund des französischen Namens ist es offensichtlich, dass die meisten Menschen glauben, dass sie eigentlich aus Frankreich kommen. Das stimmt aber nicht. Croissants stammen eigentlich aus Wien. Sie wurde erfunden, um den Sieg über das Osmanische Reich im Jahr 1683 zu feiern. Die Sichelform des Croissants, die wir alle so lieben, wurde nicht zufällig gewählt. Es sieht aus wie das zentrale Element der osmanischen Flagge. Einige Menschen glauben, dass Marie Antoinette die Croissants als erste im Jahr 1770 nach Paris gebracht hat. Sie wurden aber erst Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich beliebt. Nummer 3. Warum sind Flugzeugfenster rund? Anfangs hatten die Flugzeuge eckige Fenster. Im Jahr 1953 passierten aber zwei Flugzeugabstürze und die eckige Form des Fensters wurde als Grund für beide erörtert. Wo es ein Eck gibt, gibt es auch einen Schwachpunkt. Quadratische Fenster, die also vier Ecken haben, haben auch vier Schwachpunkte und sind höchst anfällig für Brüche und Druck. Eigentlich ist der Luftdruckunterschied, den die Fenster von innen nach außen erfahren, genug Stress. Sich dessen bewusst haben Ingenieure beschlossen, die Ecken der Fenster abzurunden, um den Druck und den Stress gleichmäßig aufteilen zu können. Nummer 2. Wer sneakt, auf Deutsch schleicht. Warum werden Sneaker so genannt? Sneakers, Turnschuhe, haben tatsächlich was mit Schleichen zu tun. In den alten englischen Zeiten bedeutet das Wort to sneak etwas zu erreichen. Dann änderte sich die Bedeutung auf zu kriechen oder zu krabbeln. In der Mitte des 17. Jahrhunderts wurde eine Person, die zu schleichen versuchte, ein Sneak genannt. Das war damals noch äußerst schwierig, da die Schuhe super laut und schwer waren. Schuhe mit Gummisohle wurden erfunden und wurden in England sofort im 19. Jahrhundert beliebt. Sie bekamen ihren Namen, weil ihre Sohlen während des Gehens so leise waren. Nummer 1. Warum sind die Tasten auf der Tastatur nicht alphabetisch geordnet? Sobald die Schreibmaschine erfunden wurde, ordneten sie die Tasten alphabetisch an. Aufgrund dieser Position von verschiedenen Alphabetpaaren S, H, E, A, E, I, O, U und so weiter gerieten die Arme des Schreibers aneinander, wenn er zu schnell schrieb. Also verschoben sie die problematischen Buchstaben einfach. Dieses Video zeigt, wie das unberühmte QWERTY-Layout entstand. Ich denke, das ist QWERTY interessant, oder? Kannst du noch an irgendwelche anderen Dinge denken, die es wert sind, auf Google zu suchen? Lass uns das in den Kommentaren besprechen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass es uns mit einem Like wissen. Wir werden noch ein Video dazu machen, wenn dieses 50.000 Likes bekommt. Vergiss nicht, den Link an deine Freunde, die Trivia lieben, zu schicken und subscribe auf unserem Channel.
Das Leben ist auf der Sonnenseite 100% besser.